Hallo liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffner. Ja, heute auf dem Gabentisch haben wir wieder ein Bierchen aus einem Tauschpaket. Wir erinnern uns, wir hatten ja getauscht gehabt mit dem lieben Dagi LP Let's Build Hogwarts. Ja, dem Daniel. So, und der hat uns ja was geschickt, hier auch ein bisschen Bierchen. Eins hatten wir ja schon, ne? Ihr wisst Bescheid, durchgenommen. Jetzt kommen wir zu dem zweiten, ein bisschen verzögert. Und zwar zu einem Bier, wo ich auch schon sagte, dass das auch schon auf meiner Biersuchliste drauf stand. Nämlich das St. Erhard. Ja, aus Bamberg und zwar Bayern. Wieder ein bayerisches Bierchen. Sieht aus wie ein Red Ale, wie so ein Red Lager, irgendwie ein Rotbier, so in diese Richtung. Ist aber ein Kellerbier, das tatsächlich ohne Hefe gebraut werden soll. Keine Ahnung, ob das stimmt. Werden wir herausfinden. Und ja, drei verschiedene Getreidemalze sind hier drin vertreten. Und ich kenne es persönlich noch nicht. Kommt hier in einer klaren Flasche, mag ich nicht ganz so wegen den Aromen. Dafür aber vom Design her, dieses St. Erhard Original, sieht natürlich schön aus in dieser Steini-Flasche. Ja, und eine klare Steini-Flasche habe ich auch erstmalig in der Hand. Muss ich auch ganz klar zugeben, auch Limonade oder ähnliches. Also ich kenne Steini-Flaschen tatsächlich nur im Braun und so, klar, kenne ich sie noch nicht. Hm, okay. 5% Umdrehungen hat das Ganze. Ja, ich würde sagen, machen wir mal auf. Foto haben wir vorher selbstverständlich gemacht, sodass wir auch diese ja sensationell wirklich rote Farbe uns auch betrachten können. Zack, offen ist es. Oh, so. Oh, das sieht aber toll aus. Das müssen wir erstmal... Oh, da ist aber ordentlich Entspannungsverdampfung drin. Sehr gut, das heißt, bei der Abfüllung ist alles gut gelaufen. Da freue ich mich gleich. Vorher aber kurz nochmal zur Kapsel. Und zwar, ja, die duftet jetzt nicht, aber ist witzig. Also auch innen drin ist die Kapsel... Was ist denn heute los, sag mal? Ist die, so viel habe ich noch gar nicht getrunken. Ist die Kapsel bedruckt, ja? Also nicht so viel reden, eher trinken ist, glaube ich, heute besser, was? So, Glas ist frisch ausgespült. Ich habe mich für ein dünnwandiges entschieden. Und ja, da passiert schon einiges hier in der Steini. Ich bin ja mal gespannt. Lassen wir laufen. Läuft sehr gleichmäßig hinein. Aber wirklich richtig kupferrot. Boah, das hat doch einen guten Sound. Schaut mal einer an hier. So. Ja. Wow. Was haben wir denn da? Aber das war ganz klar ein ziemlich interessantes Bier. Nichts Verrücktes, nichts Experimentelles, hebt sich aber deutlich von anderen Bieren, die wir bisher hatten, ab. Finde ich schon mal gut. Ja, Blume haben wir zwei Finger breit, nicht schneeweiß, wie für ein Kellerbier typisch. Tatsächlich auch eher so eine kleine Cappuccino-farbene Blume. Eher grobporig, aber fluffig. Sehr schneller Zerfall allerdings, auch Kraterbildung haben wir drauf. Größere Luftbläschen, die zerplatzen. Schauen wir mal eben, aber ich glaube, das sieht man auch schön in der Kamera. Die Blume bleibt tatsächlich sogar ein bisschen an der Glaswand haften. Das heißt, dass auch der Proteingehalt, der ist da definitiv vorhanden. Zeugt von Qualität. Finde ich gut. Ja, soweit anständig. Wird sogar so ein kleiner Blumenteppich, denke ich, bleiben. So, was haben wir denn dann im Glas drin? Von unten, ja. Blumenteppich, keine Risse, keine Löcher, keine Inselchen. Das Ganze ist hier, würde ich schon sagen, naja, es ist filtriert, aber auch nicht, also naja, so richtig durchgucken kann ich ehrlich gesagt nicht. Also ich würde so von so einer Teiltrübung, Teilfiltrierung sprechen vielleicht. Grobe Perlung, Kohlensäure steigt ganz klar hinauf, schön gleichmäßig, zeugt von Spritzigkeit, finde ich gut. Und die Farbe wirklich sensationell. Also es ist wirklich sensationelle Farbe. Das ist so richtig so Kupfer. So richtiges Kupferrot. Sieht sehr, sehr naturell aus. Sieht sehr schön aus. Also da muss ich ganz klar sagen, von der Optik bin ich sehr überzeugt. Das sieht sehr, sehr spannend aus. Sehr, sehr lecker. Macht Appetit. Gebe ich 9 von 10 Punkte für die Ästhetik. Gefällt mir. Würde ich auf jeden Fall nicht freuen, wenn ich so ein Bier im Lokal hingestellt bekommen würde. Finde ich gut. Machen wir mal anschnuppern. Oh.
Ja, also Malzkörper, den kannst du ganz klar herausschnuppern. Das scheint mir im Fokus zu stehen, dieser Malzkörper, weil das riecht so richtig nach Malz, so richtig kräftig, leicht süßlich, fast schon so ein bisschen an so einen Malzbier erinnert. Dann auch auf jeden Fall fast in der gleichen Konzentration eine Fruchtlieblichkeit, Fruchtkörper, so in diese Richtung. Will mich aber jetzt auch nicht festlegen, was, also auf jeden Fall eher was Süßliches, sag ich mal, was Liebliches. Riecht sehr lecker, finde ich gut. Leute, ich würde sagen, wir machen mal einen Antrunk. Mmh, sieht aber schön aus. So, Leute, machen wir einen Antrunk. Auf euch, ihr Lieben, zum Wohl, ganz besonders natürlich an den Dagi LP, Prost, zum Wohl, auf das Bier und auf den Genuss. Antrunk. Aha. Ha, interessant. Ja, samtig. Antrunk, butterweich, samtig. Absolut keine Härte, keine Rauhaut, Rauheit, nichts Stumpfes beim Antrunk. Mundhöhle komplett fluffig, ausgehöhlt. Aromen breiten sich gleichmäßig aus. Und zwar Röstaromen, ganz deutlich wahrnehmbar, sowie aber auch ein Würzkörper, der drin ist, den ich noch nicht so wirklich zuordnen kann. Allerdings nur Würze ist definitiv vorhanden. Und wir haben so ein eher, na, ich sag's mal, eine stumpfere Herbe, die da so zum Vorschein kommt. Auch wieder hinterer Zungenbereich. Letztendlich erstmal sehr interessant, weil ist mal was anderes. Ist mal was anderes. Aber unglaublich samtig, unglaublich samtig. Man hat jetzt gar nicht die Spritzigkeit gemerkt, dass es erfrischend ist oder auch die Süffigkeit, dass es ein dynamisches Bier ist, hat man gar nicht gemerkt, weil so, das ist so samtig beim Antrunk, dass man da erstmal so überlegt, so, oh, das hat es aber auch schon lange nicht mehr gehabt. Finde ich eigentlich ganz cool. Ich überlege gerade, ob ich das mehr im Winter mag oder eher im Sommer. Will ich mich noch nicht festlegen irgendwie. Das ist so auf jeden Fall erstmal interessant. Ist auf jeden Fall interessant. Zweifelsfrei. Machen wir mal ein Mittelteil. Hm. Fruchtkörper auch ganz klassisch. Überreife Apfel, überreife Birne. Geht wieder in diese ganz klassische Richtung rein. Typische Lieblichkeit, die da mitschwingt in so einem Bier, das kennt man. Schwingt eine leichte Säure noch mit. Und mild, Leute, das ist samtig und mild. Charakter und Körper. Was haben wir denn da? Sieht wesentlich kräftiger aus, als es tatsächlich ist. Das Ganze ist tatsächlich, würde ich fast schon sagen, so ein Mädchenbier, so ein Frauenbier oder so. Die mögen das ja, wenn das nicht ganz so intensiv, nicht ganz so kraftvoll daherkommt. Und hier haben wir wirklich einen sehr, sehr milden Vertreter, der absolut nicht beißt, der absolut nicht zwickelt, der irgendwie so komplett samtig auf der Zunge liegt und auch tatsächlich im Abgang schon... Da merkt man auch so, oh, okay, das ist so zart, das streichelt im Prinzip wirklich den gesamten Mundinnenraum. Und das Einzige, was man dann hatte, dann hat man halt wirklich dieses sehr, sehr weiche Brauwasser, diese Fluffigkeit, die dann irgendwie entsteht, so wie ob da einer Luft reingepumpt hat, irgendwie, weil es wirklich alles so ausgehöhlt, so ganz weich, butterzart, samtig ist. Und dann kommt dann halt so ein bisschen die Hopfenherbe, das ist ein Aromahopfen, der da drin steckt. Den merkt man tatsächlich auch, der kommt so ein bisschen zum Vorschein. Und an Kellerbier tatsächlich erinnert eigentlich eher nur der Würzkörper, der da drin ist. Das ist doch das Einzige, was mich an einen Kellerbier erinnert. Wir haben ja jetzt schon diverse Kellerbiere probiert. Und da haben wir immer festgestellt, so man, die sind ein bisschen kräftiger im Geschmack. Ne? Und hier ist es tatsächlich eher lieblich, also eher süß, lieblich. Zart, samtig, weich, butterweich, fluffig und so total mild. Also da ist jetzt nichts, was im Rampenlicht steht, auf Teufel komm raus, nach vorne preschen möchte, sondern alles ist sehr dezent im Hinterhalt, also im Hinterhalt.
Nee, im Hintergrund. Ja, wo kann man das jetzt zuordnen? Also ich würde mal sagen, wenn wir jetzt ans Essen denken, an Speisen, kann man es zu jeder Speise nehmen. Du kannst es als Wegbier benutzen, als Imbissbier benutzen, du kannst das im Biergarten trinken, du kannst das auch im Hochsommer, meinetwegen auf dem Tretboot wieder hinten da irgendwie am Baggersee trinken, im Restaurant, bei der Grillparty mit Freunden oder auch beim Bierabend oder so oder auf Kneipentour. Du kannst es überall einsetzen. Passt zu jedem Essen, egal ob ein leichter Salat oder eine fettige Pommes mit dicker Mayo oben drauf. Geht auf jeden Fall, da macht man nichts falsch, weil es einfach nichts Intensives am Geschmack ist. Ne? Es ist ein Biergetränk, sage ich jetzt mal so. Es ist ein Bier, aber ich sage eigentlich eher Biergetränk, weil für ein klassisches Bier, wie wir es kennen, klassisches Pilz zum Beispiel, ein Export oder halt ein kräftiges Kellerbier oder ein Bock, halt das, was man so am häufigsten trinkt, da ist das wirklich einer der mildesten Vertreter, die wir da so haben. Finde ich eigentlich ganz gut. Deswegen bin ich fast der Überzeugung, das ist eher was für den Sommer. Mhm. Ganz klarer Fall. Das ist für mich eher so ein Sommervertreter, den man so bis in den Herbst reintrinken kann. Würde passen. Machen wir schnell nochmal einen Abgang fertig. Könnt ihr euch denken, oder? Genauso war ich. Ja? Als letzten Gruß kriegen wir auch noch mal ein bisschen Aroma-Hopfen, also auch Hopfenherbe nach oben. Ja? Verbindet sich schön mit dem Speichel. Passt solide. Gut, fassen wir zusammen. Sankt Erhard Original. Ich habe ehrlich gesagt was anderes erwartet. Ich hätte jetzt eher gedacht, das geht so ein bisschen eher kräftiger ab. Als ich mir die Farbe angeguckt habe, ich kannte dieses Bier, wie gesagt, vorher schon vom Sehen. Deswegen habe ich es auch auf meine Suchliste raufgeschrieben, weil ich fand es ganz interessant, irgendwie von der Farbe auch her. Und da hätte ich jetzt gedacht, oh, jetzt kommt so ein richtig kräftiger Bursche an. Dass es so ein mildes Bierchen ist, auch noch aus Bayern kommt, weil bayerische Biere teilweise ja auch ein bisschen kräftiger sind. Ne? Da ist ja ordentlich auch immer ein bisschen Druck hinter. Da bin ich echt tatsächlich überrascht, angenehm, positiv überrascht. Weil normalerweise leichte Biere so, naja, die sind dann wenig gehaltvoll. Hier stimmt aber alles, weil halt dieser Würzkörper noch mit drin ist. Deswegen finde ich es eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Ja, jetzt ist die Frage, wie kann man es bewerten? Dann scheint es die bayerische Welt noch ziemlich weit offen. Und da will ich jetzt nämlich nicht zu hoch festlegen, weil wer weiß, was da alles noch kommt. Deswegen gebe ich hier ganz faire Punkte über dem Durchschnitt, ganz klar. 4. 4 von möglichen 5/6 Punkten für das St. Erhard Original. Hat mir auf jeden Fall geschmeckt. Ist ein Sommerbierchen, aber würde ich sagen, schön so, ne, passt im Sommer, wärmere Temperaturen und Trinktemperatur, ich glaube hier zwischen 5 und 6 Grad müsste passen. Da entwickeln sich die Aromen, glaube ich, am besten vom Würzkörper her. Ja, dann sage ich erstmal danke, lieber DagiLP, dass du mir dieses Bierchen hier vermacht hast. Wir sehen uns wieder beim nächsten Biertest. Ich sage schönen Dank fürs Zuschauen und fürs Interesse und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Biersüffler.